So. Kleiner Snipe. Wir haben, ich glaube, Karma. Varus ist eigentlich ein ganz gutes Setup, ne? Weil wir haben ja diesen Double Snare. Wir haben ja die Karma E. Karma W, sorry. Dann haben wir meine Ultimate. Wir haben einen heftigen Poke. Wir haben, wenn sie All-In gehen, haben wir guten Peel. Ah, ich habe den nicht bekommen. Den habe ich auch nicht bekommen. Ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen chillen hier. Boah, sehr gut. Wie ist das passiert? Good Job. Kleine Pokies. Goldmäßig sieht es noch ganz gut aus. Ich habe den. Also, ich habe auf jeden Fall 2, 3 Minions mehr bekommen als er bisher. Auch wenn ich hier gefühlt die Hälfte gemisst habe. Kriege ich den? Ja. Gut. Der Poke. Der Mumu ist top, ne? Aber wir haben keinen Damage. Der kann hier nichts machen. Bevor ich nicht Ultimate habe oder ein bisschen Schaden, der wird weggehen und dann war es das auch, ja. Bevor ich nicht meine Ulti habe, wird das wirklich sehr schwierig. Shen Jungle ist es tatsächlich. Puh, die Bubble. Okay, vor Shen habe ich aber ein bisschen Angst sogar. Oh, der Root ist sogar noch durchgegangen. Durchgegangen. Alles klar. Ja, wir poken die richtig hart raus. Ich glaube, Karma Dings sind eine richtig gute Lane. Ich werde gerne dieses Cannon-Minion in den Turm bringen, aber... Irgendwie sieht es so aus, als ob wir das nicht hinbekommen. Aber wenn das im Turm ist und das irgendwie weggehen sollte, dass der Ezreal das nicht bekommt, das wäre großartig. Okay. Aber er hat auch so jetzt, ne? Also natürlich kriegt er die Wave noch, aber ein paar hundert Gold wird er minus sein. Ja. Also war der Amumu-Gank, der war doch sehr, sehr gut am Ende. Ja, auch wenn wir keinen Kill bekommen haben durch den Amumu-Gank. Perfekt. Mit Kindern ist Halbzeit schwer, natürlich, aber ich will auch keine Kinder. Kinder bekommen wäre für mich mit das Schlimmste, was passieren könnte. Ich habe absolut noch nie Bock gehabt. Und auch jetzt so meine ganzen Freunde und so weiter alle Kinder bekommen und... Ich habe absolut keinen Bock drauf. Holy moly. Nichts gegen Kinder, aber ich habe keinen Bock auf Kinder. Ich will einfach mein Leben chillen, wisst ihr? Und wenn ich Kinder habe, kann ich mein Leben nicht chillen. Ah, die Ultimate war schwierig. Nö, ich finde Kinder ganz chillig, aber ich will halt keine eigenen. Das ist das Ding. Wir haben immer noch Exhaust, ne? Oh, der Mumu. Oh, der Mumu Ultimate. Oh! Oh, ne! Was war das denn? Warum willst du keine Kinder? Weil ich keinen Bock drauf habe. Ja, das ist es eigentlich. So. Der Drake ist ab, ne? Echo geht dahin. Wir haben leider keine Amumu-Ultimate für Drake. Ah, ich kann ja mal Vision machen, oder? Ne, Vision Plan ist auch nicht da. Leider keine Amumu-Ultimate, aber ich habe meine Ultimate von Drake. Wenn man mal reinwerfen kann. Haben wir ihn? Nein, sie haben ihn bekommen. Ich glaube, wir hätten es gar nicht fighten dürfen, ne? 4 gegen 5. Ich glaube, wir hätten einmal sagen sollen, Jo nimmt den Drake, wir gehen
Wir gehen Harold, ne? Das war nicht so. Das war nicht so smart von uns. Leute, unsere Lane lief so gut, ne? Unsere Lane lief so gut und dann haben wir einfach durch diese Misplays und Quatschkram, den wir da gemacht haben, sind wir wieder so nach hinten gerutscht. Das Gute ist, dass ich denke, dass unser Teamfighting wirklich sehr stark sein wird. Also mit. Wir haben ja Amumu kennen plus Varus Ultimate plus Karma. Das wird schon not bad. Nice, hab getroffen. Sehr gut. Nice, wir haben sie gesniped. Sehr, sehr schön. Und jetzt für Ultimate ist raus, ne? Sehr gut, da ist der Heal noch raus gewesen. Die Ultimate habt ihr nicht gesehen. Die habt ihr nicht gesehen, okay? Das war... Der hat auch sofort meine Ultimate gepinkt. Er hat sofort meine Ulti gepinkt. Er war verdient, hat er das gepinkt. Bin ehrlich mit euch. Die Ultimate hat er verdient gepinkt. Schaffe ich die? Oh no, Echo ist hier. Der Top-Laner ist hier, Leute. Aua. Aber der Top-Laner da. Welche Ultimate? Genau das meine ich, Wildes Pony. Welche Ultimate? Ich glaube, Varus hat eigentlich auch gar kein Ultimate, oder, der Champ? Ich glaube, der hat gar keine. Eigentlich müsste ich Top-Lane reinpushen, ne, und nicht in der Mitte hier rumhampeln, aber... Wenn alle hier sind, will ich eigentlich. Willst du dann halt auch mitmachen? Da ist meine Ulti rausgejumpt. Oh. Na gut, wir haben ihn. Wieder alle hier, Leute. Wir müssen hier weg. Rennen, aber die haben keine Wave unterm Turm. Also wenn sie jetzt in dieser Position bleiben, können wir... Schön Ultimate, mein Pfeil fliegt. Hat getroffen. Ich muss aufpassen wegen Echo Ultimate. Wenn er jetzt zurückspringt hier, dann bin ich dead. Da ist er nämlich. Da ist er. Snipe. Hehe, nehmen wir mit. Buttonlümmel. Genau, die Ultimate. Die Ultimate von Varus, die hat nur einen passiven Effekt. Die macht einfach minus 100 Mana. Alle 46 Sekunden. Ansonsten gibt's die nicht. Wir verlieren gerade Mitte, ne? Kriegen Toplane. Ist halt nicht der beste Trade, aber kann man machen. Corki Package. Aber das Corki Package wird nicht für den Drake-Fight da sein. Das hat er zu früh genommen. Gibt's eigentlich noch den Bug? Nee, oder? Mal schauen, ob es immer noch den Bug gibt mit dem Corki-Paket. Nee, gibt's nicht mehr, okay. Hätte mich auch gewundert, also... Wenn der jetzt immer noch drin gewesen wäre, das wäre ein bisschen böse. Der muss ulten, ansonsten ist er tot. Auch so tot. Aber es war die einzige Möglichkeit. Also wäre Echo nicht dazugekommen, hätte das halt geschafft, ne? Ich habe zu früh gezogen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Ultimate macht er guten Damage. Okay, der Corki wird da... Der ist hinter mir, der Corki. Welche Ultimate meint ihr eigentlich, Leute? Welche Ultimate meint ihr? Habt ihr wieder mal nebengehauen? Also es gab mal einen Corki-Bug. Das meine ich mit dem Corki-Paket-Bug. Es gab mal einen Corki-Bug, dass du den Corki, wenn er das Paket aufgenommen hat... Ja, wenn Corki das Paket genommen hat, hast du ihn gesehen, egal wo er war. Dann hast du hier so eine Flammenspur gesehen, wo er mit dem Paket langfliegt. Ja, auch wenn du keine Vision hattest in dem Bereich. Das meine ich damit. Da gab es mal so einen Bug, aber der wurde anscheinend jetzt gefixt. Leute, ich habe einfach 4 unnötige Tode, ne? Die meisten Tode sind einfach, weil ich meine Ultimates nicht treffe. Den Corki gerade hätte ich töten können. Beim Shen hätte ich überlebt. Die haben halt Full Vision hier drauf, ne, mein lieber Amumu. Ich weiß nicht, wie lange er noch für Ultimate braucht, aber... Ich habe ein bisschen Angst. Okay, jetzt aber. Nein, das gibt's doch nicht.
Ich habe noch einen Pfeil getroffen, aber es sind halt 5 Leute, ne? Nice, den Echo haben wir gesniped. Nächster Snipe. Zack. Schnell weg. Die Karma hat sich für mich geopfert. Vielen Dank. Amuma hat Ultimate, ne? Ich habe meine auch wieder ab, auch wenn meine Ultimate keinen Effekt hat. Ist er schon drinnen? Nein, er hätte warten sollen auf mich. Ich habe ein bisschen Angst, da weiter reinzugehen. Nicht zielen, Autocasten. Wahrscheinlich muss ich Autocasten, ja. Fiora ist leider tot. Ey, du hast gesagt, mit Autocasten geht es. Du hast mich angelogen. Ich habe geautocastet und ich habe trotzdem nicht getroffen. Du hast einfach gelogen, Toxic. Ich habe geautocastet. Nichts getroffen. Ja, Fizz und Varus sind so die beiden Champs, die jetzt da. Da klappt es nicht mit der Uldi. Okay, ich brauche jetzt aber nur noch 100 Gold, ne? Ich werde mir die Wölfe hier kurz weglümmeln. Zumindest den großen. Ich bin noch nicht da, ne, Leute? Ey, ich hab wieder nichts. Leute, hier ist ein Tank. Oh. Ich glaube langsam mache ich es absichtlich. Dass ich habe wieder nicht getroffen. Ich glaube, die Fiora, das wird nichts, meine Gute. Ah, einer hat es noch mitgenommen. Die Frage ist, sie können aber nichts machen jetzt, ne? Wir haben noch. Die Karma kann es auf jeden Fall deffen. Wenn sie einfach nur die Minions cleart. Sehr gut. Und der Mumu ist jetzt wieder da. Schön Ultimate. Gut gemacht. Sehr, sehr gut. Und jetzt ist wieder Cannon da. Und jetzt sollten sie den down bekommen. Dann haben wir den Baron. Oder? Das wäre jetzt meine Theorie. Nicht zu weit chasen. Einfach Baron machen. Würde ich. Der wird ulten. Aber den kann man trotzdem holen. Jetzt halt schon wieder zu spät für den Baron, ne? Da ist halt schon wieder. Knapp vor halb hier. Der Shen wird gleich irgendjemand ulten und dann werden sie versuchen, das Ding zu kriegen. Yummy. Ich würde rausgehen, I guess. Gehen die rein? Jetzt aber. Ich hab Er ist in dem... Leute, ich hätte getroffen, aber er ist in dem Moment gestorben. Leute. Wir haben den Baron verloren, ne? Das war's mit dem Baron-Buff. Der Shen rennt mich halt leider runter, ne? So ein bisschen ätzend. Er ist in dem Moment, wo ich die Ulti getroffen hätte, ist er gestorben. Wir haben leider Baron... komplett verloren. Wir hätten rennen müssen. Nicht engagen. Hast das ganze Game 0 Ultis getroffen? Ich glaube am Anfang des Games habe ich eine Mal getroffen. Ich habe dir gesagt, du kriegst jedes Mal 1 Euro, wenn du die Ult misst. Aber muss nicht übertreiben, ja. Preise sind teuer geworden in Berlin. Leider muss ich das. Okay, wenn Cannon jetzt überlebt, ist gut. Dann haben wir vielleicht noch eine Chance, hier zu deffen. Ich sag euch, wie es ist. Wir hätten das Game schon gewonnen, hätte ich meine Ultis getroffen. Also ohne Spaß.
Wir hätten die Runden hier gewonnen. Würden jeden Teamfight gewinnen. Jeden. Einfach nur, wenn ich meine Ultis treffen würde. Hier ist ein kleiner Wolf. Ach ja, die habe ich ja nicht gefinisht. Da war ja was. Aber immerhin haben wir zwei Drakes. Wir haben Infernal Drake bekommen, ist auch noch ganz gut. Eine Ultimate habe ich getroffen, ja. Wurde die Reichweite erhöht von seinem Q? Ich habe das Gefühl, die ist nochmal höher. Okay, der Corki Buff scheint wirklich weg zu sein, der Bug. Ich habe halt Angst vorzugehen, ne, weil die halt so eine explosive Kombo, sag ich mal, haben auf einen Target. Stannis darf splitten, weil der kann ja eh dahin ulten. Wo sind die Gegner, ist die Frage jetzt. Ich brauche noch 400 Gold für mein Spendenpage, zum Glück down, ja. Ist die down? Könnte sein. Kaiser Pavillon, danke für dein Tier 1 Sub. Vielen, vielen Dank. Für den Tier 1. Für den Support und willkommen in der Community. Danke, danke. Für den ersten Monat. Die haben jetzt Corki Packet, ne? Ich habe echt keinen Bock dagegen zu kämpfen. Wenn ich da noch einen Sniper aufbekomme, ist er fast dead, ne? Ach, schade. Shane ist Botlane. Wir müssen jetzt engagen, ansonsten ist der Turm da weg. Gibt's nicht. Gibt es nicht, ey. Ja, den Turm haben verloren. Es gibt's nicht. Ich hab's wieder gemisst. Sehr gut, Team. Ihr seid Legenden. Wir können ja auch mal einen Baron versuchen, theoretisch. Ich meine, wir haben jetzt 40 Sekunden, ne? Wir können theoretisch nochmal versuchen. Vor allem, wenn wir den Shen jetzt eventuell töten. Was großartig wäre. Ah. Vielen Dank, Kaiser. Auf jeden Fall. Ja, ich bin leider normalerweise nicht abends online, ne? Das ist halt schade. Aber trotzdem danke für den Support. Danke, danke. Leute, der Shen macht 1v2 da unten, ne? Den will ich jetzt. Jetzt bin ich auch gierig. Wie tanky ist der Dude? Leute. Wie tanky ist der bitte? Ja! Ich habe getroffen. Aber wir müssen weg, weil wir sind beide dead. Ich mach den Heine hier hin. Exhaust? Da ist der Corki, der wird uns den Weg abschneiden. Machen weg, machen weg. Der Shen ist ja Gigatank, ey, holy moly. Wie lange schon online? Seit 2,5 Stunden ungefähr. Ungefähr seit 2,5 Stunden. Wir hätten, es war so dumm, dass alle gechased sind, ne, diesem Shen hinterher. Junge, der ist einfach so eine Tankmaschine. Da machst du nichts. Aber wenn jetzt Ken und Amumu reingehen beide, würden sie beide acen, glaube ich. Er war leider alleine, ne? Ort. Wäre da der Kennen noch mit gewesen, da wäre Bombe. Der Kennen muss halt hin, ne? Der Kennen muss halt unbedingt hin. Kennen! Tu es! Boah, stell dir mal vor, Amumu und Kennen wären beide da gewesen. Und hätten da voll komplett reingeuldet. Die Problematik ist so ein bisschen, dass der Gegner jetzt wahrscheinlich auch den Elder Drake bekommen wird, ne? Das könnte wehtun. Weil den werden wir jetzt wahrscheinlich. Außer Amumu holt sich einen Teleport, wird das vielleicht schwierig. Oh, das wäre big. Heute nicht. Heute nicht, Shen. Heute nicht. Jawohl. Und jetzt können wir einen Elder Drake machen. Wir können Elder. Ich werde hier basen. Und werde dann auch sofort dahin rennen. Wir können den Elder machen. Auf jeden Fall. Können ihn auf jeden Fall machen. Nicht fighten, Leute, einfach Elder. Warum? Warum? Warum fighten die nur?
Egal, wir müssen jetzt einen Elder durchziehen. Wir haben ihn. Jetzt dürfen wir nicht sterben. Wir haben verloren. Wieso haben sie nur gefightet? Ist die Frage. Warum haben sie nur gefightet? Oh, anstatt einfach alle zum Elder gehen, haben sie gedacht, ach nee, wir gehen einfach mal und machen da den kleinen Kampf und verlieren das Game. Schade. Schade, schade. Und die Fiora ist leider jetzt toxic. Und die Fiora ist toxic, obwohl sie, sage ich mal, die falsche Entscheidung getroffen hat. Das ist das Lustige. GG. Aber es war eine lustige Runde. Es hat trotzdem sehr gebockt. Es hat trotzdem sehr gebockt, muss man sagen. Wie fühlt sich Pike an? Ich habe ihn leider noch nicht gespielt. Entweder ist er gebannt oder gefirstpickt. Meistens ist er gebannt sogar. So, lieber keiner Toxic, ne, die Fiora. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber gehen wir mal einfach raus. GG.